Hallo Leute, neuer Tag, neuer Spaß, herzlich willkommen auf dem Kanal. Hier fängt schon das nächste Abenteuer an. Ich bin hier bei Baldstein und ich bin hier so einen Weg hochgegangen, der im Internet eigentlich gut aussieht, dass man den hochgehen kann. Aber guckt mal im Hintergrund, da führt das mich jetzt hin. Voll ins Verderben, glaube ich. Also dieser Weg ist nicht zu empfehlen. Der kam von da unten hoch, von Baldstein. Und ja, da soll er rübergehen. Laut Internet habe ich mir das ausgesucht. Mal gucken, ob wir noch oben auf der andere Weg kommen. Aber hier der Weg ist nicht zu empfehlen. Im Internet sah der viel besser aus. Hier sieht man so ein kleiner Pfad. Der könnte mich zum Ziel bringen, was ich suche. Aber wenn man da vorne hinguckt, sieht das sehr drastisch aus. Dramatisch aus. Ja, okay. Also hier soll dann irgendwo rüber gehen. Ja, das sieht natürlich okay. Nach einem Weg aus. Juhu, ich sehe ihn. Ja, cool. Aber dieser Weg hier hoch ist nicht zu empfehlen. Ach du Gott, wie sieht das denn hier aus? Das wird immer besser. Oha, darüber soll es wohl gehen. Ich gehe gerade mal nach rechts runter. Ich will mir hier unten mal was angucken. Gerade, was hier unten steht, ausgeschildert. Hier sind noch ein paar Sitzbänke in der Sonne. Und mal gucken, was da steht. Gehen wir mal in die Briedner Schweiz. Der Moselsteig rüber habe ich mir ausgesucht. Der wollte ich gehen bis nach Mesenich, aber mal sehen, ob wir es heute schaffen. Weil wenn das hier schon so anfängt, kann das sehr lange dauern und ich will auch ein bisschen filmen. Vielleicht mache ich erstmal die Hälfte und dann der Rest irgendwann mal. Freie Entscheidung, wie ich Bock habe, das alles zu präsentieren. Und der Weg, der sieht ziemlich übel aus. Matsch, bestimmt 5 bis 10 cm. Oha, das wird eine Matschigerei hier. Und hier kommt der Weg hoch, der ich kam. Also keine Empfehlung, dieser Weg. Keine Empfehlung. So, ich wechsle gleich auf die andere Kamera. Ich habe hier die Legria und da habe ich gesehen in den Aufnahmen, dass die bei Dunkelheit natürlich nicht so berauschend ist. Aber die Kamera, die man dabei hat, ist immer die beste. Aber ich wechsle gleich mal auf die andere. Die habe ich hier schon dabei am Start. Und da wechsle ich gleich drauf. Die Fotos kommen davon sowieso alle hier ins Video rein. Von der Kamera, von der großen. Und jetzt geht es in den Wald und das sieht übel aus. Ich muss es sagen, leider. Das ist übel. Guckt nach vorne. Viel Spaß mit dem Video. So, das ist ja so, das habe ich noch nie in meiner Blockerzeit gesehen, wo ich einen Weg starten wollte, der so heftig aussah. Das ist Wahnsinn. Ich versuche da jetzt mal einfach durchzugehen. Wenn ich versinke, versinke ich. Dann muss ich irgendwie sehen, wie ich weiterkomme. Also das ist heftig, aber da hinten sieht es schon wieder besser aus. Aber jetzt muss ich erstmal 3-4 Meter dick fett durch den Schlamm wandern. Aber macht auch hier mal Spaß. Immer positiv denken. So, starte mal die Tour hier durch den Matsch. Ich habe mal gerade die Legre wieder angeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier durchkommen soll. Also wird mein Ziel nie erreichen. Guckt, ob man auf die Schnauze fällt. Uah, ist halt ekelhaft. Ach du Gott. Da soll es runtergehen. Naja, ich weiß ja nicht, ob das heute ein Highlight hier wird. Da unten ist auf jeden Fall hier runter die Mosel. Briedern. 2,5 Kilometer. Moselufer 0,5. Nur grüne Metternich. Ich weiß nicht, ob ich da lieber hingehen soll. Ich versuche der Weg einfach mal. Stopp, stopp, Simon, stopp. Jetzt hat er mich hier so abgelenkt. Jetzt sehe ich gerade oben am Baum. Hier oben an dem Baum, das Schild Moselsteig. Und ich glaube, so ist es auch. Hier geht es runter zur Mosel, die 0,5 Kilometer. Und hier oben, da geht es dann nach Briedern. Und der Weg muss ich jetzt suchen. Das heißt hinten nochmal zum Matsch. Und dann irgendwie nochmal da durch. Ich weiß gar nicht, das kann man in der Kamera gar nicht einfangen. Also ich stehe hier bis zu den Knie im Matsch. Knie hoch ist das hier. Knie hoch und hier ist der Steig. Also das hier ist schon
Schade, dass mal kein anderer Kameramann hat, der das gefilmt, wie mir rüber geht. Jetzt muss ich sehen, wie ich hier hochkletter, die halbe Kilometer hier. Ohne mich hinzulegen. Das Ding ist einen halben Meter hoch. Kann das leider nicht einfangen, richtig. So, da ist er. Achtung, ja, das glaube ich dir. Leider zurückgehe, komme ich mir nie an hier. Wenn ich leider zurückgehe, da komme ich nie an. Aber hier kann man mal sehen, wie steil das hier schön hoch geht. Ja, auf der Kamera sieht man das nie so gut. Das ist immer dasselbe. Hier geht auch schön steil runter. Und mal sehen, ob man nach bis Briedern kommt. Weil so weit ist das ja gar nicht mehr. Aber wenn man echt leider zurückläuft. Also hier der Weg, der ist ja sehr gut gemacht. Da muss ich ehrlich sagen, sehr schöner Pfad. Und kann man auch sehr gut gehen noch. Der ist natürlich voller Wasser, steht er jetzt, aber der ist sehr gut gemacht. Da unten ist der Blick auf die Mosel. Und hier geht der Weg weiter. Also ein schöner, niedlicher, kleiner Pfad. Der Moselsteig. Sehr schön. Steht natürlich, wie ich sagte, schon voller Wasser. Aber Matsch ist hier voll im Rahmen. Und der Weg geht jetzt einfach hier so weiter. Durch den schönen Wald. Immer wieder schöne Ausblicke. Ich habe noch die Legre hier an. Dann kann man schön runter gucken. Hier ist natürlich der Matsch, aber das ist alles noch im Rahmen. Und hier Blick ins Moseltal. Poltersdorf ist jetzt hier schön gegenüber zu sehen. Ellens Poltersdorf. Und ganz da hinten, der kleine helle Punkt, ist Beilstein. Vom Wetter her kann man sich gar nicht beschweren. Es ist eigentlich sehr warm, wenn man das so sieht. Also, oder spürt, besser gesagt. Wenn man das so spürt, ist es eigentlich ziemlich warm. Ich bin noch dick angezogen, aber wir haben 3 Grad. 3 Grad haben sie gesagt heute. Wir haben unten leichtes Hochwasser, soll wieder steigen. Also das Mosel-Hochwasser soll steigen. Mal gucken, was danach kommt. Also wenn da was ist, werde ich das natürlich alles wieder filmen. Und mal gucken, was wir da noch sehen. Aber von den Temperaturen ist das sehr gut. Aber ich glaube, da kommt noch der dicke Winter. Irgendwie fehlt hier noch was. Gab jetzt einmal nachts hier Schnee und das war's. Ja, immer wieder schön der Blick auf Grün. Jetzt Zeit, dass man wieder grün wird. Und hier ist eine Sitzbank, die zweite übrigens. Und da ist der Blick. Wie ich gehört habe, soll es ab Februar auf YouTube eine Challenge geben, die ich nur inoffiziell mitmache. Und zwar soll es darum gehen, 1000 Kilometer in 3 Monaten zu laufen, ab Februar. Jo, kann man mal machen, gell? Aber bei den Wegen hier kommt man nicht schnell voran. Da müsste man sich schon ein bisschen ein paar andere Wege suchen. Aber mal schauen, ich kann das halt nicht aufzeichnen, kein Handy, nichts. Nur so ein Funker, so ein altes Handy. Von daher kann ich da sowieso bei keinem irgendwie mitmachen. Seit wie in einem anderen Netzwerk, weil man da angemeldet sein muss oder allgemein Voraussetzungen haben muss. Deswegen mache ich da nicht mit und mich ja, interessiert da eigentlich gar nicht so Challenge. Ich mache mein eigenes Ding lieber.
Hat natürlich jetzt nicht heißen soll, dass der Abwehr nicht heißen soll. Aber hier wird es eng. Da wird es schmal. Soll nicht abwertend sein, aber naja, ich bin halt lieber allein für mich und muss da keinen riesen Tamtam um hier die ganze Videos machen. Ich verbreite zwar gerne, aber naja, schöner Felsen hier, fantastisch, ein Traum. Da wird schön schmal, das sieht man mal, wenn man hier wandert, was auf einen zukommt. Ja. Sehr krass. Boah. Oh, nicht so viel schwenken, Simon. Ja, ich werde da mal inoffiziell mitmachen, heimlich, ohne dass das einer mitkriegt, wie immer. Wow, hier wird es richtig schön jetzt. Hier wird es schön. Hier werde ich auf jeden Fall noch mal im Sommer irgendwie mal versuchen hinzufahren. Bei den anderen Sachen, die ich natürlich alle vorhab. Aber irgendwie werde ich halt hier mal versuchen, mal im Sommer alles noch mal einzufangen, zumindest hier. Das Stück mal von Waldstein aus zur Moselschleife. Ja, Moselschleife, Bremen, da haben wir einige Videos online, kann ich mal verlinken. Ich meine bis Bridan, dahin mal zu laufen und dann mal gucken, ob man mal weitergeht. Wenn man an einem Ort ist, das erste Mal, guckt man sich alles ganz genau an. Und deswegen dauert das immer ein bisschen länger. Und so ist das hier auch. Zumal will ich ja noch gute Fotos machen, die kommen dann in den Blog rein oder bei Google Maps. Schöne Grüße von der Mosel, eines Einwohners. Hat auch gemeint, hier rumzulaufen, das macht einfach nur Spaß. Zumal hat der Hunde, muss sich dadurch bewegen. Und ich habe gesagt, ich muss auch laufen, ich muss raus, egal wie und was. Sagt er auch, wir wohnen hier in so einer schönen Gegend. Und jetzt sind die ganzen Urlauber nicht da. Aber ich habe gesagt, wenn hier der Fahrt jetzt voller Leute wäre, zumal jetzt in der Zeit mit dem ganzen Pandemie-Kram, würde mir der Weg gar nicht laufen. Umso schöner ist es dann, wenn man hier allein gehen kann. Wir sind in Bridan angekommen. Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, wie die rüber geht. Hier stehen schon mal die Schilder. Bridaner Schweiz, Beilstein, Waldeslust, das ist eine Schutzhütte. Ja, die habe ich schon im Internet gesehen. Ah, Moselsteig geht hier runter. Nochmal genau gucken, Simon. Da hinten kam er raus. Da kamen wir raus und jetzt geht's hier runter. Sehr schön. Hier stehen gerade Schilder und zwar Jüdischer Friedhof, Waldstein, 1,9 Kilometer. Das heißt, etwa 2 Kilometer bin ich jetzt gelaufen. Langweilig. Ist ja gar nichts, 2 Kilometer. So, ich höre Wasser, das hört schon mal sehr gut an. Rundweg Bridan, ja, sehr schöner Rundweg. Gucken, hier geht's runter. Lesen nicht, genau. Da steht alles, sehr interessante Info. Und da läuft ein Bach, auch sehr schön. Ah, der Moselsteig geht natürlich sehr steil da hoch. Das ist natürlich wieder perfekt, weil ich gehe lieber den Berg hoch wie runter. Da sieht man mal, wie steil das ist. Da geht es steil hoch, der Moselsteig.
Der ein oder andere wird den Weg hier kennen. Sebastian hat da schön gefilmt, guckt da mal rein. Aber hier werde ich auch nicht mehr hinfahren, von daher war mir das hier das letzte Mal. Sehr schön hier über Mesenich. Schöne Stelle, die ihr bestimmt kennt. Oder Saki war auch hier, der Kai. Der Kai und der Sebastian. Genau, das Ding haben die benutzt. Ich suche eine andere Stelle gerade. Also ich sag mal so, trockene Mund. Wenn man was erlebt am Weg, sind die 5 bis 6 Kilometer hin. Nix. Das geht so schnell vorbei und hier ist so viel zu sehen. Normalerweise könnte ich hier jetzt noch ein zweites Video aufnehmen. Aber ich will mal im Sommer gehen. Deswegen gucke ich mir das an. Kurz vor Seenheim übrigens, hinter mir am Mesenich an der Mosel. Ja, ich gucke mir das an jetzt hier, weil ich suche noch eine Stelle, um da eine, ja, Drehung zu machen. Ich bin Drehung machen. Ich suche die noch gerade. Ich hoffe, die kommt gleich irgendwann hier an. So, mal die fette, dicke, fette Kamera aufgestellt. So ist das schon viel angenehmer. Da oben, seht ihr einen Kopf? Da hat der Sebastian mal ein Foto geteilt und ein schönes Video online gestellt. Ja, guckt da mal gerne rein. Ich bin mir gerade hier mal überlegen, ob ich noch ein extra Video machen soll. Aber dafür mache ich das nicht. Das bringe ich jetzt hier rein. Wer jetzt hier noch dran ist, ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Ich schätze mal, sind wir bei 8 bis 10 Minuten. Der wird das noch sehen. Die anderen haben dann leider oder ist halt so verpasst. Naja, ich mache kein extra Video. Dafür mache ich kein extra Video. Ich mache das jetzt hier noch ein Video rein. Ja. Aber da ist der Punkt. Der Kopf und ich gehe noch weiter. Da kann man rüber gucken. So sieht der Weg aus. Vielleicht schaffe ich noch bis an meinen Punkt, bis Seenheim. Aber das war ein Ziel. Dann muss ich die 5-6 Kilometer wieder zurücklaufen. Dann habe ich heute 12 Kilometer. Aber ich werde alles einblenden, wie viele Kilometer das sind. Aber das ist auch eigentlich egal, weil jahrelang war es egal, wie viele Kilometer immer gegangen ist. Erst durch die ganzen Videos, wo die Leute all ihre Strecken tracken. Schreiben die alle, wie viele Kilometer mal gehen. Jetzt ist man selber auf dem Trip. Aber mir sind die Kilometer eigentlich gerade mal egal. Sondern das Erlebnis. Und dann noch ein paar schöne Fotos machen, da freue ich mich drauf. Und jetzt gucke ich mir erstmal hier oben den Kopf an. Hallo. So kann man hier noch schreiben, ich war da. Aber sehr schön gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall, das hier anzugucken. Steinreich. So, ich bin jetzt da und jetzt wird erstmal was gedreht hier. Nummer 5. Seenheim wäre nicht mehr weit gewesen, das seht ihr hinten an der Brücke. Aber wenn ich jetzt dahin gehe, bringt mir das gar nichts. Dann wird dunkel und zurück kann man eh nichts mehr filmen, weil es zu dunkel ist. Deswegen überlege ich mir, ein kleines Video vielleicht noch zurückzumachen. Aber ich muss mir überlegen, dass das mir zu viel wird. Schöne Grüße von der Mosel und bis zum nächsten Mal. Neues Video, neuer Tag, neuer Spaß. Ich bin hier am Zurückgehen über Mesenich, am Steinreich. Ich schätze mal, so 6 Kilometer bin ich gelaufen, hier hin. Und jetzt geht wieder die 6 Kilometer wieder zurück. Schön über Mesenich hier an der Mosel. Und dann gucken wir mal, was wir noch erleben. Auf jeden Fall wird es noch spannend hinten der Fahrt. Also weiter geht's.